Resting the Nerves ist eine sehr kraftvolle Heil- und Zentrierungstechnik aus dem Buch Brainsaver Protocols, also Heile dein Gehirn, das Praxisprogramm, die das Nervensystem wieder in Gang bringt. Unsere Gehirne sind alle anfällig dafür, geschwächt und neurologisch krank zu werden. Diese Methode ist uns allen zugänglich, wenn wir unserem Gehirn und Nervensystem eine schnelle Erholung gönnen wollen, damit wir gestärkt in den Tag oder die Nacht gehen können. Du kannst es überall ausprobieren. In einem Bürostuhl, auf dem Boden, im Bett oder auf der Couch zu Hause, am Küchentisch oder im Auto sitzend. Die Möglichkeiten sind endlos, solange es sich um einen Ort handelt, an dem du sicher bist, um deine Augen schließen zu können. Das ist ein Teil der Stärke dieses Programms. Es ist so einfach zu machen. Um anzufangen, unterbrich alles, was du gerade tust. Suche dir eine bequeme Position. Wenn du die Wahl hast, entscheide dich für das Liegen. Wenn nicht, kannst du dich auch hinsetzen. Schließe nun deine Augen und halte sie 8 bis 20 Minuten lang geschlossen. Im Idealfall hältst du sie 12 bis 15 Minuten lang geschlossen. Das ist das effektivste Zeitfenster. Wenn du weniger Zeit hast, dann sind 8 Minuten in Ordnung. Und wenn du noch weniger Zeit hast, selbst 3 bis 4 Minuten sind hilfreich. Jede Zeitspanne, die du mit dieser Technik verbringst, um deine Nerven wieder aufzuladen, wird dir helfen. 15 Minuten sind am besten. Wenn du die Augen schließt und dich setzt oder zurücklehnst, musst du dich erinnern, warum du das tust, um deine Nerven zu beruhigen. In diesem Moment wirst du Gedanken, Bedenken und sogar Sorgen haben. Projekte, an denen du gerade arbeitest und andere Erinnerungen an deine arbeitsreichen Tage werden dir in den Sinn kommen. Zumindest ist das bei den meisten von uns so. Diese Technik ist nicht dazu da, dich dafür zu bestrafen. Du machst es nicht falsch, wenn du einen rasenden Verstand hast. Die Vorteile der Übung überwiegen alle Gedanken und Belastungen, die in deinem Kopf herumschwirren. Das ist ein Teil ihrer Kraft. Solange du weißt, welcher Zweck dahinter steckt, haben in dem Moment, in dem du die Augen schließt und dir sagst, dass du dein Nervensystem wiederherstellst, alle aufkommenden Gedanken und Sorgen keinen Einfluss auf deine erholsame Erfahrung. Sobald du die Augen schließt, erinnere dich daran, dass der Zweck dieser Technik darin besteht, deine Nerven auszuruhen, deine Nerven wiederherzustellen und deinen Nerven etwas Zeit zur Heilung zu geben. Deine Nerven werden in jeder einzelnen Sekunde gestärkt. Einer der unglaublichen Vorteile dieser Übung besteht darin, dass du schnell spürst, was sie für dich bewirken kann. Und so kann sie zu einem Orientierungspunkt werden, der dir hilft, jedes Mal, wenn du dich für diese Übung entscheidest, Frieden zu finden. Sie ist so kraftvoll, dass du dich daran erinnern wirst, was sie für dich getan hat. Die Technik wird von Mal zu Mal hilfreicher, weil dein Gehirn die Routine dieser erholsamen Übung erlernt. Wenn deine Augen geschlossen sind, werden deine Neurotransmitter gestärkt. Deine elektrischen Impulse kommen zur Ruhe. Deine Neuronen beginnen, sich von weniger Aktivität zu erholen. Selbst wenn du jeden Augenblick noch an deinen Tag denkst, haben die emotionalen Zentren deines Gehirns nicht mehr die volle Kontrolle über dich. Wenn dein zentrales Nervensystem weiß, dass du dich um es kümmerst und ihm gibst, was es gerade braucht, können abschweifende Gedanken deine Nerven nicht stören, die sich von Minute zu Minute stärken. Diese Technik ist wie eine Schnellladung für dein zentrales Nervensystem. Die Nährstoffe aus den heilenden Nahrungsmitteln, die du an diesem Tag bereits gegessen hast, können viel effektiver genutzt werden, während du deine Nerven ausruhst. Diese Technik trägt auch zur Stärkung des Immunsystems bei. Wenn die Zeit, die du dir für dich selbst genommen hast, zu Ende geht, versuche, mit der Tatsache in Kontakt zu kommen, dass dein Gehirn und deine Nerven jetzt gestärkt sind. Gehe in Resonanz mit der Erkenntnis, dass sie stärker sind als zu Beginn und dass es jedes Mal, wenn du dieses tust, effektiver ist.
Wenn du mit irgendeiner Art von neurologischen Symptomen oder Krankheit zu tun hast, einschließlich ME, CFS, Multiple Sklerose, Krampfanfällen, Schwäche der Gliedmaßen, Kribbeln und Taubheit, Schwindel, Vertigo, Trübungen in den Augen, Zittern, Schmerzen, Ohrensausen, Kopfschmerzen, Migräne, Kieferschmerzen, Nackenschmerzen, schwerer Müdigkeit, Unfähigkeit zu denken oder Gehirnnebel, also Brain Fog, ist dieses eine der mächtigsten Heilungstechniken für dich. Du kannst diese Technik während des ganzen Tages, auch in schlaflosen Nächten und während deines Heilungsprozesses anwenden.